So, sehr verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, liebe Berliner. Wir reden diesmal auf Antrag der CDU wieder einmal über die U-Bahn, die hier von diesem rot-rot-grünen Senat bisher verhindert wird. U-Bahn-Ausbau ist für Berlin wichtig, genauso wichtig wie der Ausbau der S-Bahn. Denn nur U- und S-Bahn funktionieren diskriminierungsfrei und stören nicht den Autoverkehr, stören nicht die Radfahrer und stören nicht den Fußverkehr. Nur S-Bahn und U-Bahn fahren auf eigenen Trassen und nur S- und U-Bahn bringen die Bevölkerung schnell von einem Ort zum anderen. Darum ist es zwingend erforderlich, S- und U-Bahn unbedingt auszubauen. Wir wollen mal konkret uns jetzt mal den Antrag auch angucken von der CDU, Herr Friederici. Sie haben ja vier Projekte, die Sie hier hervortun, die unbedingt ganz schnell gemacht werden sollen. Da möchte ich Ihnen mal zu sagen, Ausbau U2 haben wir unter Drucksache 18-2088 am 14.08.2019, Ausbau nach Pankow, bereits hier als Antrag in das Abgeordnetenhaus eingebracht. Dann den Ausbau der U8 ins Märkische Viertel haben wir unter Drucksache 18-2089 auch am 14.08.2019 in dieses Abgeordnetenhaus bereits als Antrag eingebracht. Und jetzt wird es noch interessanter, Herr Friederici, hören Sie gut zu. Thema U3 haben wir als Antrag 18-04-63 bereits am 30.06.2017, also die Verlängerung zum Mexikoplatz, als Antrag eingebracht, also vor über 4 Jahren. Und dieser Antrag ist sogar im Bauausschuss behandelt worden. Dass Rot-Rot-Grün das abgelehnt hat, ist natürlich klar. Sie wollen ja keine U-Bahn. Aber, Herr Friederici, Ihre CDU hat sich enthalten. Wenn Sie wirklich einen Ausbau der U-Bahn wollen, dann hätten Sie da ja zustimmen können. Und genauso ist es mit dem Ausbau der U7 bis zum Flughafen BER. Unser Antrag 18-03-68 vom 23. Mai 2017. Die Uhrzeit liefere ich Ihnen gerne nach, wenn Sie das möchten. Ja, und diesen Antrag wurde im Ausschuss für Europabund Medien bereits behandelt. Rot-Rot-Grün hat das natürlich abgelehnt. Und wieder, Herr Friederici, Ihre CDU hat sich enthalten. Sieht so das aus, wenn Sie wirklich U-Bahn bauen wollen? Und wenn wir uns Ihre vier Hauptlinien mal angucken auf unserer U-Bahn-Karte der AfD, die wir seit Langem hier ausliegen haben, finden wir natürlich genau Ihre vier Bauprojekte hier eingezeichnet in der Karte. Das ist natürlich wunderschön, dass Sie unsere Karte angesehen haben, dass Sie wissen, was wir wollen und dass Sie das sich jetzt versuchen, zu eigen zu machen. Das ist natürlich Wahlkampf, können wir auch verstehen. Es ist immer noch besser, Sie kopieren unsere guten Ideen, bevor Sie das kopieren, was Rot-Rot-Grün hier an Verkehrspolitik macht. Das ist schon mal vernünftig. Und die anderen Sachen, die Sie hier eingebracht haben, die anderen Linien, die noch weiter zu verlängern sollen, ich meine, Sie wollen die U3 zum Ostkreuz verlängern, wir wollen die U1 verlängern zum Ostkreuz. Ich meine, beide Linien enden an der Warschauer Straße momentan. Welche man jetzt dahin verlängert, da können wir gerne darüber diskutieren. Das ist natürlich relativ egal. Und dann Ihr Sammelsurium in Ihrem Antrag der Linien, die Sie alle ausbauen und weiterbauen wollen, finden Sie natürlich auch alle in unserem Verkehrskonzept drin, dass wir die auch entsprechend ausbauen wollen. Naja, wir haben ein gutes Konzept. Die FDP interessiert sich ja auch immer für unser Konzept, Herr Förster. Ja, Sie haben ja da auch schon hier, Herr Schmidt hat ja da auch schon das ein oder andere Mal daraus abgespickt. Ja? Und ich meine, ein Gesamtantrag zum Ausbau der U-Bahn übrigens haben wir unter Drucksache 18-30-52 im September 2020 eingebracht von uns als AfD-Fraktion, wo auch alles die U-Bahn-Linien drinstehen, die hier im CDU-Antrag drinstehen. Also Copy und Paste, Herr Friederici, ist gut gemacht. Natürlich sind wir für den U-Bahn-Ausbau. Natürlich spricht nichts gegen Ihren Antrag. Und ob die U1 oder U3 nun verlängert werden soll, bis zum Ostkreuz, daran hängt jetzt unser Herzblut nicht. Hauptsache, es geht von der Warschauer Straße überhaupt weiter. Ja, und damit ist natürlich mal klargestellt, Herr Friederici, Sie haben den Zug hier nicht ins Rollen gebracht mit der FDP, sondern wir als AfD-Fraktion haben die U-Bahn ins Rollen gebracht. Wir haben die Ideen hier eingebracht und wie gesagt, wir sind bei Ihnen und unterstützen Sie natürlich. Dankeschön.